bin heute eingeladen hier bei Matthias in Kloppenburg, in der Stadthalle in Kloppenburg. Mission Mittelstand, das ist ja hier, ach hier ist er auch in voller Lebensgröße, sein Thema. Und ich war letztes Jahr schon hier. Der macht das wirklich sehr, sehr gut. Der macht auch trotz der Maßnahmen eben genau das, was er darf und das, was er kann. Und das finde ich großartig. Es ist halt nur so ein Geschäftsführerpublikum, also sehr hochwertig. Und dieses Jahr ist es auch ein bisschen größer, weil die Maßnahmen noch wieder ein bisschen gelockert wurden und so weiter. Ne? Und da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt eine coole Diskussion. Da gibt sich ja echt immer viel Mühe, wie man sieht. Ne? Das ist echt sehr, sehr schön und hochwertig gemacht hier. Die Flaschenkind. Okay. Es geht. Dankeschön. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt habt ihr hier immer so ein kleines Räumchen, wo ich rein kann. Einmal. Sehr gut. Ein stilles Wasser ist mir immer total wichtig, weil ich immer irgendwie. Ich bin so ein Trinker. Die ganze Zeit. Ich gebe zu, jetzt nutzt ein bisschen. Ah ja, spannend. Mensch. Kein Durchgang ist für uns der Durchgang, wa? Exakt. Sehr, sehr gut. Ich mag Hintertüren. Moin! Da ist der Chef persönlich hier. Na? Ja, wie cool, wie ist es? Und habt ihr schon gut vorgelegt? Habt ihr schon Spaß gehabt heute? Schön. Klasse. Macht Spaß. Jetzt gerade der dritte Vortrag. Zum ersten Mal hier in der Stadthalle auch, ne? Für mich ja. Schön. Ah, wunderbar, alles klar. Sehr schön. Ja, das ist ja immer so ein Phänomen, nicht? Dass man gerade in so Theatern, Stadthallen, Konzerthallen und so, dass diese Garderoben ja immer aussehen wie ein Haufen Scheiße. Ne? Also wenn der andere guckt, das ist die größte und schönste. Ja. Und ich erlebe das überall, egal wo. Und wenn ich auch mich mit noch so berühmten Leuten treffe, die sitzen in so einem Scheißhaufen. Ne? Anders geht's nicht. Das stimmt. Ich habe ja witzigerweise eine etwas gegenteilige Bullshit-Rule da reingeschrieben. Und zwar, Talent setzt sich durch. Genau. Und Talent setzt sich durch ist ja insofern Quatsch, als dass es wahnsinnig viele tolle Sänger gibt, die ihr Talent im Keller versauern lassen. Oder Künstler und so weiter und so fort. Und ich sage, es ist nicht das Talent, was sich durchsetzt. Talent ist die wichtige Grundlage. Aber der Fleiß und die Disziplin, das ist letztendlich ja das, was einen dann groß rauskommen lässt. Wenn man das richtige Wissen hat. Das ist richtig, weil es nützt ja nichts, also wenn man so über das Thema Disziplin schreibt und man sagt, disziplinierte Menschen kommen ans Ziel. Dann muss man, genau das, was du sagst, beachten. Man muss aber diszipliniert auch das Richtige tun, damit man vorankommt. Weil wenn du diszipliniert den ganzen Tag das Falsche tust, dann wirst du auch nicht erfolgreich.